Mahlzeit miteinander. Ich war heute mal wieder im Supermarkt meines Vertrauens, beim Aldi. Und da ist mir was ins Auge gestochen. Und zwar ja, haben wir da eine grün-weiße Dosen. Schaut jetzt eher ein bisschen unscheinbar aus, aber habe ich vorher so noch gar nicht gesehen. Von der Marke Schultenbräu. Ja, Schultenbräu, wenn ich das her, dann kommt mir gleich mal diese holländische Serie New Kids ins Gedächtnis. Ja, waren so Assis, sage ich jetzt einmal. Und die haben einmal ein Bier getrunken, das heißt Schultenbräu. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, das ist ein anderes Schultenbräu, weil das Schultenbräu, so schaut es aus, kommt aus Österreich, nämlich aus St. Pölten und Radlberg. Ja, genau. Vertreiber ist Egger Getränke GmbH. Und wir haben hier eine Besonderheit, das ist ein Bio-Pilz. Ja. Bio ist für mich kein Abfall. Und wir haben jetzt hier ein Bier mit einem Alkoholgehalt von 5,0%. Bio-Pilz, stelle ich mir jetzt erst einmal was kurz vor, wenn ich Bio her. Sollten normalerweise da relativ gute Zutaten drin sein. Ja, gerade an so einem heißen Tag freue ich mich natürlich nach Feierabend auf eine gute Heube. Oder besser gesagt, 0,33 ist es ja nur. So, dann gehen wir mal in eine Sache. Schmeckt auf jeden Fall den Hopfen gut aussehen. Hopfennote ist auf jeden Fall sehr penetrant. Also im positiven Sinne. So, was auffällt. Schaumentwicklung. Haben wir bei den Dosen ja eh manchmal weniger. Hier kommt es jetzt glaube ich nicht vom Eischenker, weil da habe ich glaube ich recht zügig eingeschenkt. Was auffällt, die Farbe. Eine richtig schöne, leuchtend gelbe, goldgelbene Farbe. Das gefällt mir recht gut. Ja, man sieht, Schaum ist weg. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen großen Schluck aus dem Glasel. Die bittere Note im Zusammenspiel mit dem Hopfengeschmack, das trockt das Bier, sehr süffig, geht gut obi, bleibt so ein leicht bitterer Nachgeschmack im Mund, nicht unangenehm, aber ja, kehrt dazu. Also es ist jetzt halt auf jeden Fall, finde ich, kein Unterschied zu Schmecker zwischen jetzt einem Nicht-Bio-Pilz, also da kenne ich ähnliche Biere, die genauso gut schmecken. Also selbst wenn es jetzt nicht Bio wäre, ist es ein solides Pilz, das man mit Sicherheit ja, auch einmal so zum Feierabend trinken kann. Ich darf es mir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, weil ja, da gibt es andere Biere, die ich viel lieber trinke. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie sowas Besonderes. Also es ist auf jeden Fall nichts, was ich alltäglich trinken will. Nichtsdestotrotz, lasse ich mir jetzt den Rest schmecken. Sag Prost, bis zum nächsten Mal.